Begebe dich zu Kraters Lager. Na, das ist doch mal hier eine Aussage. Kauzige Krater. Also, ich meine, die Frau ist mit dem Namen selbst ja schon bestraft genug, ja? Muss man sie dann auch noch kauzig nennen? Dann bestraft ja noch jeden anderen wahrscheinlich dafür. Und das tut doch nicht Not. Boing, boing. So, unser Heilbeutel, unser Kräuterbeutel, unsere Kräutertasche scheint auf jeden Fall schon mal voll zu sein. Das ist immer schon mal sehr gut. Das sind schließlich Sachen, wovon man niemals genug haben kann. Wow. So. Jetzt wollen wir erstmal gerade wieder zum Lager. Es geht aber sehr steil bergauf hier. Ich muss ja sagen, die Uschi hat eine ganz schön gute Ausdauer. Also. Mann, Mann, Mann. Oh, falls ihr das gerade gehört habt, tut mir leid. Das ist wieder mein Handy, was auf dem Tisch liegt. Macht wieder Krach ohne Ende. Und ich merke gerade, das Mikrofon hängt etwas falsch. So, jetzt dürftet ihr mich ein wenig besser verstehen. Da ist Krater. Allein mit der Urmutter, wie sie es nicht anders kennt. Oh, ja. Hier sind deine Gebetsperlen, Krater. Jetzt hast du, was du brauchst. Urmutter, jeden Morgen sehe ich deine Tränen der Freude auf den Blättern. Freude über die Schönheit deiner Schöpfung. Sieh, ich weine mit dir aus Dankbarkeit. Für sie weinst du, aber mit mir sprichst du nicht? Ist in Ordnung. Du bist die bessere Ausgestoßene. Grata, ich werde eine Weile nicht hier sein. Ich gehe zur Erprobung und danach wird sich einiges ändern. Urmutter, ich danke dir für die Güte, die du erweist. Wenn die Erprobung kommt, mögest du in deiner großen Weisheit einem großherzigen Krieger gnädig sein. Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Leb wohl, Grata. Vorerst. Hat die gerade mehr oder weniger von uns gebeten? Höre mich, die ich die Jahre meiner Hingabe an diesem Tag. Dafür, dass sie so kurzig ist, ist ja eigentlich eine ganz nette, ne? So, haben wir noch irgendeine andere Zwischenquest, die wir machen können, bevor wir da jetzt zur Erprobung gehen? Schauen wir doch mal. Alababa, die Spitze des Speers. Haben wir immer noch irgendwas offen? Ah, ne, trifft Rost, ja, ja. Nebenquest erledigt. Tutorial. Ah, das Tutorial mit der Stolperfalle, das können wir mal noch machen. Das ist gar nicht so verkehrt. Nur dafür haben wir blöderweise keinen Wegepunkt. Stelle Maschinen mit Schockdrähten eine Falle. Okay, das können wir gerade nicht einsammeln, war blöd. So, dahin. Das nehmen wir mit. Metallscherben sind immer gut zu gebrauchen. Ach, Blödsinn, ich will nichts werfen. Mensch. Wo war das denn? Da war das, genau. Pfeile haben wir. So, wir wollen aber die Schockpfeilen haben. Wollen wir mal schauen. Der schnellste Weg nach unten. So. Dass wir hier auch irgendwo was finden, wie wir eine Falle stellen können, ne? Alles andere wäre jetzt ziemlich langweilig. Oh, haben wir nicht wieder irgendwo eine Herde? Da haben wir eine Herde. Machen wir uns auf den Weg zur Herde. Oh, und da ist auch noch was, die Spitze des Speers. Ah ja, gut. Das liegt ja dann quasi auf dem Weg, sehr schön. So, ansonsten scheinen wir, glaube ich, vorerst mal alles gemacht zu haben. Oh, was haben wir denn hier? Oh, was haben wir? Oh. Ach, Plünderer-Areal. Da waren wir, glaube ich, schon, oder? Bei den Plünderern? Ja, bei den Plünderern waren wir schon. Um den Speer zu holen, glaube ich sogar. So, da drüben. Zwischendurch immer hier schön die Metz mitnehmen. Das sollten wir nicht vernachlässigen. Und wie ihr wisst, habe ich ein Faible dafür, so etwas zu vernachlässigen. Ja, ja, komm. Hopp. Ja. Genau, so würde ich auch mal gerne aus dem Wasser springen können. Ist klar, Meister, ist klar. So, den Truthuhn-Hahn nehmen wir uns diesmal nicht mit. Aus einem ganz einfachen Grund. Hoppala. Da sind ja... Halt, Viereck. So. Da sind ja Wächte. Und das witzigerweise, glaube ich, nicht mehr wenige. Doch, Wächter ist ja, glaube ich, nur einer, so wie es aussieht. Ach, komm hier. Oder? Wo läuft der denn lang? Läuft der... Sehe ich überhaupt seine Spur?
Klick, klick. Oh, oh. Nein, 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 nein. Du hast mich nicht gesehen. An welcher Stelle ist hier jetzt meine Falle? Da wollen wir hin. Wächter ist... Ah, richtig die Gegend. Super. Oh, ich glaube, der läuft jetzt auf meine Falle rein. Oder nicht? Ah, ne, die Falle ist ein Stück weiter vorne. Ah, ich glaube, wir sollten trotzdem besser mal die Waffe wechseln. So, den schießen wir jetzt mal absichtlich falsch an. Damit er da auf uns zugelaufen kommt und voll durch die... Toll. Dann will ich ihn mal nicht killen und dann sowas. Du Sacknaht, du. Du bist zu klein für die Falle? Och, habe ich jetzt ehrlich zu hoch gesetzt. Komm schon. Uppala. Uppala. Dann setzen wir hier jetzt nochmal gerade eine hin. Und uppala. So, und dann schießen wir den von hier aus. Ja, komm. Ey, jetzt lauf hier bloß durch meine Falle durch. Ja, komm. Jetzt schnell nachsetzen. Sehr schön. Aber. Wow. Das war noch nicht der letzte. Wuhu. Dim, 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 dim. Wow. Komm her. Du gehst natürlich noch nicht so aufgeregt hier. So, du hast die andere Falle mitgenommen. Voll der nächste Kopf ist rein. Richtig ist, dass er in die Falle reingelaufen ist. Gut, dann müssen wir nur noch einen in die Falle stellen, wenn ich das gerade so richtig beobachte. Ach, sieh mal. Ach nee, die steht immer noch. Das stimmt ja, die wurde ja gar nicht benutzt. So, erstmal wieder ein bisschen was herstellen. Oh Gott, das verbraucht aber Netz, du. Heidenei. Oh komm schon, wo seid ihr jetzt alle hin? Habt ihr jetzt ernsthaft abgedampft? Ihr Schisser! Put, 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 put. Wo seid ihr? Kommt raus und zeigt euch! Klick, klick. So, zu weit nach da vorne dürfen wir nicht gehen, weil ich glaube nämlich, da ist unsere andere Mission. Die wollen wir aber noch gerade gar nicht beenden. Erstmal will ich diese blöde Uschi, also das ist also noch so ein blödes Tier finden. Oh, kommt schon! Das ist immer so. Wenn man sie braucht, findet man sie nicht. Mann, Mann, Mann. Aber gut zu wissen, dass es auch wieder in diesem Spiel hier so ist. Murphys Gesetz, ne? Was schief gehen kann, geht schief und so ein Kram. Komm schon, komm schon, komm schon. Yep. Oh ja, hier springst du nicht in Hessen raus, ja? So, ins Läuferareal. Ich werde das später ausschütteln. Gehen. Steht da oben was? Ah ja. Oh, verstehe. Ah, sieh mal einen an. Geil, ich kann die auch einfach auf den Boden schmeißen. Das war's mit meinem leisen Auftritt. Dann komm her. Ritzel. Ritzel. Oh, da hat auch wieder jemand hin von uns bekommen. Oh, fuck. Wuhu. Legt euch nicht hin, ja, Baby. Ich mache euch kalt.
Wasser. Eiskalt. Okay, die Geräusche gerade haben mir Sorgen gemacht. Ich hoffe mal, es bleibt dabei. So. Ob alle hier noch ein bisschen aufsammle. Das auch noch. So, jetzt können wir uns um unsere Hauptmission kümmern. Und zwar Triffrost am Motor. Boing, boing, boing. Achso, auf Munition sollten wir uns vielleicht auch mal wieder machen. Davon auch ein bisschen was. Sehr schön. War gut, dass man sowas auch während des Laufen machen kann. Halt ich persönlich zumindest für einen riesengroßen Vorteil. Oh, ein Hoppelhäschen. Wuhu! Mittagessen. Lecker. So. Schubidu-rap. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Das stimmt wohl. So, so, so. Und dann so. Pada-boom. Das kann nicht nur eine Maschine sein. Ah, sieh mal, ich kann rutschen und ich kann springen. Ha. Ist ja witzig. Ach nee, das hier ist ja noch gar nicht unsere Prüfung. Das hier ist ja noch wieder was anderes. Haha, genau. Es fällt mir wieder rein. Hast du die Feuerpfeile? Also doch, es ist meine letzte Prüfung, aber nicht die Erprobung. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Dunkelheit? Es dauert noch, bis es dunkel wird. Ich werde mich kurz hinlegen. Gute Idee. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. Alright. So, dann legen wir uns nochmal hin. Dum, dum, dum. Geil, helfen wir jetzt denen, die uns verstoßen haben? Ist ja schon ein bisschen dreist. Ausgestoßenen? Manche Verbannte waren zuvor ehrbar. Aha. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Diese Leiche. Was für eine Bestie war das? Der Stern was war das? Sägezähne und sie sind etwas Neues, voll. Etwas Wütendes. Seit sie vor 10 Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Krieger getötet. Jede Menge Loot. Folge dem Pfad. Es ist nicht weit. Diese Hütte. Was ist damit passiert? Eine Maschine. Das war's. Was für eine Maschine macht das? Kannst du auch noch looten? Ja. Maschine, die du loot. Wirst. Oh yeah. Oh, Krankenhabe. Jede Menge Loot. Jede Menge Loot. Ich hol mir die Teile. So, das Achte nehmen wir noch mit. Immer auf meine Umgebung. Also wirklich, was hältst du denn von mir? So. Guck mal hier, der schöne Sternehimmel. Wow, das sind echt viele Sterne. Also ja, ich weiß, dass es viele Sterne gibt, aber... Wow, heide neu. Aber das ist schon geil gemacht, gell? Je näher ich dem Mond gucke, umso weniger Sterne sehe ich. Und ja, ich weiß, dass es durchaus in der Realität auch so ist, deswegen finde ich es ja so geil gemacht. Nice. Ich bin echt mal auf die Open World gespannt. Komm hier, wir klettern mal gerade hier oben am Stein. Schauen uns mal ein bisschen um. Ja gut, so weit können wir jetzt hier nicht schauen. Aber... Also... Das hier ist ja im Endeffekt alles nur Startgebieten. Das ist schon echt nicht klein, muss ich sagen. Finde ich zumindest. Ich meine, klar, es gibt Open World Games. Da sind die Maps ungefähr 10.000 mal größer. Okay, 10.000 Mal ist auch übertrieben. Aber wenn man zum Beispiel an die Map von Skyrim oder sowas denkt, ist das, Skyrim zum Beispiel hat schon eine extrem große Map. Aber ich muss sagen, so wirklich klein ist das ja auch nicht. Also,
Ich gehe mal davon aus, wir haben hier ein bisschen was zu tun in der Welt. Bin ich mal gespannt. So. Und jetzt wollen wir mal uns unsere Aufgabe widmen. Hey, keep calm, Digga. Ich habe niemandem was getan. Ja, ja, komm. Hast du dir so gedacht, wa? Es ist nicht mehr weit. Warum sind wir heute die Einzigen hier draußen? Warum jagen die Stammesjäger nicht diese Maschine? Das haben sie. Hier haben wir noch was zum Sammeln. Und da haben wir noch was zum Sammeln. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. So. Ey. Tod, wenn du nicht aufpasst. So, hier haben wir noch was zu sammeln. Oh, hier haben wir viel zu sammeln, du. Ob das so gut ist. Wir haben mittlerweile einiges aus Spielen gelernt. Aber wenn wir etwas gelernt haben, dann ist die Tatsache, dass da, wo es viele Rohstoffe gibt, das endet meistens nicht wirklich gut. Das, meistens endet sogar sowas sogar tödlich. Eine Holzhütte, zerstört. Von Sägezähnen? Wie viele waren es? Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich kein Sägezahn war. Wow. Wenn wir nur mal kurz wieder das Mikro ein bisschen verstellen. Das ist definitiv kein Sägezahn. Okay, doch, das sieht aus wie einer. Das wird doch nicht mein Gegner sein, oder? Er ist riesig. Wie besiegt man ihn? Okay, das doch ist allein getan? Deine Entscheidung. Diese Jagd habe ich nicht mal gegen einen gekämpft? Dir allein. Was auch passierte, ich greife nicht ein. Oh, das ist aber lieb von dir. Du machst das allein. Ach ja, sehen. Vielen Dank nochmal. Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Mal sehen. Wo kann ich meine Fallen aufstellen? So, ziele auf den Boden und feuere zwei Positionen um eine Schockdraht. Bla bla, ja, ja. Gehen wir da einfach auf unsere Schockfalle. Gucken mal da. Oh, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Oh, guck mal da. Ich kann noch ein bisschen mehr davon herstellen. Sehr schön. Ey! Lauf gefälligst meine Schockfalle, du Idiot! Außer Reichweite. Außer Reichweite am Arsch. Dann müssen wir halt näher ran. So, machen wir mal da hin. Voll daneben geschossen. Aber wie dem auch sei. So, jetzt wieder oben auf unsere Position. Komm hier, davon stellen wir erstmal welche her, bevor es zu eng wird. So. Okay, also wenn schon extra darauf hingewiesen wird, dass ich diese Schockpfeil verwenden muss, werde ich einen Teufel tun. Und da jetzt so... Oh, da kommt er schon wieder. Schwäche ist Feuer. Gut, der geht auch immer nur schön hier die Runde. Ist zwar nicht gerade der schnellste. Oh geil, komm hier, zieh markieren. Hallo? Geht doch. Lässt du was so sein, Aloy? Ich glaube, es hackt. So, also auffälliger kann das Vieh jetzt nicht sein. Wir haben so eine Spur, wir haben ihn markiert und gleich wird er in die Schockfalle laufen. So zumindest meine Hoffnung. Okay. Er kommt näher, er kommt näher. Ich weiß nicht, ob ich den so einfach mal attackieren soll, aber... Also ich befürchte, es hat einen Grund, warum ich hier diese Position einnehmen kann. Die Schockfallen verwenden soll. Jetzt habe ich ihre Aufmerksamkeit. Wow! Ist entdeckt. Oh fuck.
Wo willst du hin, Vieh? Komm her, stirb. Oh, okay. Okay, das ging leichter als gedacht. Nun gut. Nicht, dass ich mich beschweren will, ganz ehrlich gesagt. Hey, wir haben nur 10 Pfeile gebraucht. So, wunderbar. Habe ich mir irgendwie ein bisschen schwerer vorgestellt. Absolut kein Platz dafür. Absolut kein Platz dafür. Sägezahnherz? Come on, komm, das will ich mitnehmen. Da muss halt irgendwas anderes weichen. Könnte ich ihn einfach irgendwann herstellen? Oh, guck mal hier. Ah, wir haben ja noch. Schnellreisepaket, okay. Da müssen wir irgendwas loswerden, ganz ehrlich. Wächterlinse. Die kriegen wir ja wohl noch genug, oder? Lohe. Dann kommen hier Fleisch und so ein Scheiß, kriegen wir ja noch genug. So. Was haben wir hier? Metallgefäß? Okay, so ein Kram erhalten wir mal. Aber das Fleisch können wir, glaube ich, ganz getrost. Gusswurzel. Okay. Ah, ne, halt. Doch. Durchsuchen, Sägezahn. Das wollen wir mitnehmen, richtig. Nein. Halt, stopp, fortfahren. Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten. Überleben erfordert Perfektion. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Nein, folge mir. Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezahn nicht erlegt, wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Mein Stamm? Du sagtest, ich brauch sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung und wenn ich weg bin. Oh, sind wahre Worte. Muss man ihm lassen. Wir sind hier fertig. Folgt mir. Oh yeah. Dann geht's mal weiter im Text hier.